glaube ich. Also ich würde jetzt vermuten. Ist auch so jetzt hier drin? Der Fremde. Und wieder gibt es mir ein Rätsel auf. Was geteilt, wird wieder vereint, wenn auch nur kurz, massiv voneinander getrennt. Massiv hört sich von mir nach einem Berg oder sowas an. Und voneinander getrennt heißt, dass es gespalten und wird danach wieder vereint. Das klingt für mich nach Wasser. Also ich würde wahrscheinlich jetzt echt vermuten, dass damit entweder ein Wasserfall oder ein Fluss gemeint ist. Ja, und ich glaube, ich hatte recht. Also, der Fluss im Norden da, südlich von der Austauschstelle, wird geteilt durch diese Insel. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich glaube, ich bin zu gut dafür. Licht, Teleport, Wassermagier. Ihr seid wahrscheinlich schon wahnsinnig gespannt auf den Ork-Tempel, oder? Ich finde es echt krass, dass wir einfach die... Erstmal abwarten. Das ist jetzt echt die Krieger, die Ork. Oh, wir haben Stufenaufstieg. Geil, geil, geil. Dass wir die, mein Gott, Alter! Lernen reden. Dass wir die Ork-Krieger so einfach besiegen können, finde ich krass. Wie viel brauchen wir jetzt für den besten Bogen? 8. Dann hauen wir jetzt noch 10 in die Geschicklichkeit rein. 10 Lernpunkte. Dann haben wir den besten Bogen. Den Todbringer. Ich weiß nicht, ob es noch einen besseren Bogen gibt. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht gibt es auch einen Special-Bogen. Aber Kevalorn und Wolf bieten auf jeden Fall nur den Todbringer an. Ich weiß gar nicht, ob... Also wir bekommen nachher noch ein anderes Schwert. Ich weiß gar nicht, ob das mehr Stärke braucht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hallo, Cypher. Und ich präsentiere euch, mag Armbrüste nicht, den Todbringer. Der wird Tode bringen. Gut, jetzt müssen wir einmal noch ein Stückchen laufen, aber das schaffen wir. Na gut. Ich glaube aber, wir gehen wieder oben rum. Also quasi hier durch das Wasser. Da links. Durch das Wasser am Wasser vorbei. Aber ich rede nur noch Grütze, ne? Ah, egal. Also ich würde am liebsten gleich auch noch in den Ork-Tempel gehen, aber ich glaube, da haben wir die Zeit nicht für. App. 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 Wir vielleicht ein paar Sprint. Oh nee, ne? Nein. Und ein paar Sprinttränke holen sollen. Warum, das schaffst du? Nein, nein. Oh. So, da haben wir nochmal einen Monorad. Den können wir beim Vorbeilaufen mitnehmen. Na, ich weiß ja nicht. Ein bisschen schade, dass er es dabei hatte, oder? Das Schwert. Ich hätte das gern gemacht mit der Blutfliege. Wäre bestimmt lustig geworden. Beste Bogen, beste Schwert, beste Rüstung mit der Plattenrüstung, mit der Minecraft-Plattenrüstung jetzt aktuell.
Du willst wirklich also Magie pumpen eigentlich, ne? Die haben so richtige, wie heißt die, Chitin, ne, wie heißen die Augen? Chitin-Augen? Ne, wie heißen die nochmal? Fliegen-Augen. Widerlich. Scavenger als geschenkte Erfahrung. Ich dachte wirklich, wir würden noch ein deutlich höheres Level erreichen, bevor wir so ultra stark werden. Ich glaube, wir haben das Spiel eigentlich jetzt geknackt, oder? Ich glaube... Es ist auch tatsächlich jetzt nicht mehr lang, ne? Also es passiert noch ein bisschen was. Es ist nicht so, dass wir in den Ork-Tempel reingehen, Spiel ist vorbei. Aber ich glaube, streng genommen sind wir wirklich sehr, sehr, sehr gut dabei. Und wie gesagt, in Gothic 2 werden wir dann auf jeden Fall auch ein paar... Ach, kommt her, ihr Nasen. Was wollt ihr denn? Was denkst du denn, ha? Nur weil ich keinen Bock habe, dich noch zu töten, weißt du das? Wo ist das alte Lager? Unter der Brücke. Das hast du davon, du Spast. Gut, also. Gemeint ist natürlich der Fluss, wie gesagt. Das habe ich ja gut interpretiert. Wasserfall oder Fluss, das ist ja relativ logisch. Kommt ja jeder drauf. Gemeint ist dann wahrscheinlich diese Insel hier. Tief, ja, ne? Toll. Diese Insel hier. Jetzt ist nur die Frage, wo auf dieser Insel? Pock, pock. Da ist so ein Fels in der Mitte, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht drauf, oder? Unwahrscheinlich. Wenn massiv geteilt, ne? Damit könnte durchaus diese riesige Felsen gemeint sein, aber das halte ich mal für falsch. Wow! Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Hier sind verdächtige Steine. Ein Lurker. Aber kein Buch. Doch, da vorne. Da liegt es. Dort ward es verborgen. Drum hab ich's geborgen. Drei. Ich hab das Buch gefunden. Oh, ihr Götter der alten Zeiten. Kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig, solch großes Vermächtnis erlangen darf? Die Angst ist groß, alles zu verlieren, durch ein kleines Wort des Schwankens. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Ich denke jetzt gerade... Man könnte jetzt natürlich auch an ein Bordell denken. Andere Seite des Sees. Nein, ist ein Witz. Nee, also ich vermute mal, der See vom alten neuen Lager. Da sind ja diese Fischerhütten gewesen. Würde ich jetzt mal vermuten, die da so halb abgesoffen sind. Hey. 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 Alter. Gut, wir werden jetzt mal ganz schnell zwei Rechnungen begleichen. Die Rechnung 1 ist hier. Nicht die, die laufen schon weg vor uns. Ich will aber auch weglaufen. Also wir sehen jetzt wirklich aus wie so ein Irrer, oder? Guck mal, mit der Rüstung auch. Guck euch das mal an. Wer konnte ja nicht wenigstens diesen Kragen weglassen? Gut, aber wir können jetzt hier mal ein paar Gardisten schlagen. Alter, instant.
Okay, wir kriegen aber ordentlich Pfeilschaden. Wir haben sehr schlechte Pfeilrüstung. Okay, ihr seht, unsere Schwachstelle ist definitiv der Pfeilschaden. Das heißt, dass wir, wenn wir das Lager aufräumen, ja, wir werden nochmal in das Lager reinkommen, auf jeden Fall daran arbeiten müssen. Das Tor ist ja zu, wir kommen da nie wieder rein. Doch, glaubt mir, es gibt Mittel und Wege, wie wir da reinkommen. Okay, also wir nutzen den Teleport zum Wassermagier. Wäre ein bisschen lame eigentlich, wenn es da jetzt wäre. Weil das echt sehr einfach zu erreichen wäre. Schauen wir mal, schauen wir mal. Das ist ein bisschen schade, dass die Akrobatik hier nicht so ist wie in Gothic 3. Ne? Habe ich ja schon mal gesagt, in Gothic 3, wenn man die Akrobatik gelernt hat, kann man von jeder Höhe springen und stirbt einfach nicht mehr. Halb bescheuert, aber Katzen landen ja auch immer auf den Beinen und so sind Menschen mit Akrobatik eben wirklich unsterblich durch Fallschaden. Also Zirkusartisten können fallen, wie sie wollen, die sterben nicht. Wenn die sich abrollen, ne? Ohne abrollen natürlich nicht. Uiui. Ihr habt ein ganz lustiges Video von einem ganz coolen ehemaligen Let's Player auf YouTube, der leider all seine Videos gelöscht hat. Der diese Erkenntnis, ich glaube, über Gotha erlangt hat. Oder was? Faring? Eine von den beiden Städten in Gothic 3. Der einfach dann da runtergefallen ist, so gefühlte 10 Kilometer und sich einfach abgerollt hat, der Held, mit einem HP überlebt hat halt. Ist schon ganz lustig. Es ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Ich fühle mich echt doof. Weiß ja nicht, es ist gerade so ein bisschen Erfahrung farmen. Nee, wie gesagt, wenn wir dann Magier sind in Gothic 2, ist das natürlich alles ein bisschen anders. Ich Gothic 2 auch wirklich schwerer als Gothic 1. Ich bin gerade entsetzt. Ich weiß auch nicht. Ich habe das echt schwer in Erinnerung gehabt. Ich meine, natürlich auch nur, weil ich die Leute umhaue, ne? Das hat mir nicht so viel Erz und... Also für mich ist jetzt damit das hier gemeint. Die andere Seite des Sees wäre für mich jetzt hier. Hier vorne wäre für mich die andere Seite des Sees. Aber ob das richtig ist, sehen wir, wenn das Buch da liegt. Da liegt's! Yay! Ich bin echt gut. Was sind das Fischerhütten da? Gut zu wissen. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klangens. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord... Toll. Zurück zum Schiffwrack oder was? Toll. Lager. Ich glaube übrigens, dass wir auch komplett da lang schwimmen können. Weil die Barriere ist, glaube ich, hier erst relativ weit im Wasser gewesen. Also wir können sagen, dass wir gebraten werden. Worst case, aber ich glaube, sieht das hier gut aus. Thank you.
Nee, das Auto schwimmen. Weiß nicht warum, aber es schwimmt gerade automatisch. Das ist sehr gut. Wird das Tauchengeräusch, das mache ich ein bisschen nervös, aber okay. Vielleicht stirbt er einfach nur wegen Atmung, ich sehe es schon. Okay, theoretisch müsst ihr vorne links gleich die. Da ist das Wasser, der Strand schon, perfekt. Und da ist das Schiffswrack. Geht auf jeden Fall schneller, als durch den Wald zu laufen, glaube ich. Da ist vom Nebelturm die Höhle, ey. Und da ist der. Alter! Guckt mal, das ist der Nebelturm da oben. Wir sind von da runter irgendwie da rausgekommen. Das Höhlensystem führt dann irgendwo. Das ist ja richtig creepy. Schon geil gemacht, oder mit dieser Bucht da unten. Ist ein bisschen schade, dass es in Gothic 2, ich sag mal, in Gothic 2 wird es mehrere Gebiete geben als nur dieses eine Gebiet, das Minental hier. Das ist ein bisschen schade, dass. Es ist ein bisschen schade, dass. In Gothic 2 wird es, ich muss anders anfangen. In Gothic 2 wird es nicht nur ein Gebiet geben, wie jetzt hier aktuell, sondern mehrere. Und, hey, das ist das Buch. Mehrere Gebiete als nur das Minta selber. Da ist der Varan noch da vorne, muss ein bisschen aufpassen. Also Gothic 2 wird es mehr als nur ein Gebiet geben, das Minental soll noch ein anderes, also zwei sogar mit dem Addon. Und ich finde es ein bisschen schade, dass von zum Beispiel von Minental hier eben nicht das Potenzial genutzt wurde, wie es in Gothic 1 ist. Man merkt, dass der Umfang von Gothic 1 ein bisschen auf die Gebiete verteilt wurde. Ist ein bisschen schade, dass nicht Gothic 2 quasi in jedem Gebiet das Ganze, den ganzen Umfang von Gothic 1 hat. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht allein diesen Weg beschreiten, diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden, mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begangen, sollst du mich finden. Ist damit jetzt gemeint der Austauschplatz? Oder ist damit der Turm gemeint? Da, wo das Skelettmagier war. Das ist creepy as fuck. Wehe, da ist jetzt irgendwie so ein Untoter oder sowas, Alter. Das ist jetzt echt creepy as fuck. Wenn jetzt irgendwas Gruseliges passiert, ne? Wisst ihr, wer da jetzt ist? Untoter Mutt. Ich sag's euch. Dies scheint das Letzte zu sein. Bin gespannt zu erfahren, wem ich gegenübertreten werde. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Nummer 4. Ich frage mich langsam, warum ich mich von diesem Typ an der Nase herumführen lasse. Dritte Buch gefunden. Ich glaube, so langsam verstehe ich, wie das abläuft. Alter, das ist irgendwie creepy. Aber ist kein Jumpscare, oder? Gothic Jumpscare. Niemand. Es gibt kein Äh. Es gibt kein Äh. Ist das? Erz. Buch Nummer 6. Schnaps. Amulett der Lebenskraft. Verwandlung. Bloodfly. Nicht das, was ich erwartet habe. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Alter. Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein letzter.
Alter, was hat die Stimme gesagt? Wir können es gerne mal versuchen. Wir können ja wahrscheinlich alle killen. Ich denke mal, wir haben da jetzt kein Problem mehr mit, aber Alter. Holy shit, die scheiß Magier, Alter. Frost, wir haben null Frostschutz, ne? Ihr müsst wissen, dass Skelettmagier Skelette beschwören. Das erklärt auch die Menge hier gerade. Das heißt, eigentlich müssten wir durchlaufen, erst die Magier killen, weil wir sonst eh keine Chance haben. Der beschwört, glaube ich, gerade welche, richtig? Jo, Alter. Alter, das war jetzt aber echt creepy. Das, was der gesagt hat, war richtig gruselig, mit dieser Stimme. Bitte viele, ne? Kann ich mal bitte? Kann ich mal bitte durch, Alter? Hallo. Okay, die Aufgabe ist ja streng genommen erfüllt, ne? Also ihr könnt jetzt auch eigentlich weglaufen. Bringt aber viel Erfahrung. Ist aber eigentlich auch schon ein, ich sag mal, strategischer Fehler, ein entwicklungstechnischer Fehler. Dass die beschworenen Skelette Erfahrungspunkte geben, dürfte eigentlich nicht sein. Weil man so ja theoretisch Erfahrungspunkte farmen könnte ohne Ende. Waren das alle oder haben wir welche verloren? Das waren alle. Alter. Leiche jetzt weg und die. Was stand jetzt in dem Buch drin? Nix. Okay, jetzt kommen nochmal alle wieder. Der geheimnisvolle Fremde ist tot. Diese Dämonen haben ihn getötet. Irgendwas scheint ihn mit diesen Geschöpfen der Hölle verbunden zu haben. Sonst wäre er sicher nicht an diesen gottverlassenen Ort zurückgekehrt. Das Geheimnis, das er mit mir teilte, hat er mit ins Grab genommen. Mit mir teilen wollte. Also heißt das, das Geheimnis ist gar nicht gelüftet, sondern wir wissen es nicht, weil er tot ist. Ja, äußerst schade irgendwie. Gut, damit haben wir noch eine Aufgabe. Tatsächlich. Der Witz ist ja, ich habe so cool getan, ne? Ich habe so einen coolen Weg gefunden, wie man hier aus dem Turm rauskommt. Das ist der einzige Weg. Es gibt ja keine Leiter nach unten. Wir müssen quasi über diesen Felsen springen. Oder? Bin ich blöd? Es gibt ja keine Leiter. Wie kommen wir denn sonst runter? Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie ins Wasser springen können, hier... Ja, unwahrscheinlich, oder? Geiler Sprung, Alter. Och! Mann, warum ist das Wasser immer flach, wenn ich da reinspringe? Das kann nicht wahr sein. Ja, Schwachsinn. Nee, es ist nicht Schwachsinn. Weil hier runter zu springen, das überleben wir auch nicht. Man muss diesen Trick anwenden. War also damals eine richtig geile Idee von mir. Ich wollte schon über mich selber spotten hier. Das ist voll geil. Oder?
Gut, wir müssen zur Orkstadt. Und es gibt da nur ein großes Problem. Und das Problem heißt orkische Subkultur. Es gibt ein Buch, das habe ich mal gelesen. Das war in der Fachbibliothek. Das hieß Die Orks erforschen und verstehen. Oh Mann, ich habe fast geschafft, ernst zu bleiben. Egal. Also, Problem ist ja im Nachhinein jetzt. Wir wollen... Alter! Der Tod hat einen Namen. Feuerbaran. Oh je. Okay. Ja. Also, orkische Subkultur. Und zwar haben wir das große Problem, wir sind kein Ork. Sicherlich können wir das Ulumulu benutzen. Dann sind wir ein Freund der Orks. Problem ist dann nur... Kritischer Schaden, das ist so geil. Was für eine Wahrscheinlichkeit haben wir? 30%. Okay, das ist natürlich schon echt ein krasser Vorteil gegenüber... Alter. Was denn los? Wir machen uns minimalen Schaden, aber wirklich minimal. Einzige, was uns wirklich Probleme macht, sind die Dinger mit ihrem Feuerschaden, ne? Können. Mal schauen. Ich will es gar nicht sehen. Okay, wir sollten vielleicht vorher heilen. Was ist das für ein komischer Trank da oben? Ja, die Heilschrift steht doch ganz falsch. Guck mal. Ganz merkwürdig. Nur aus Interesse halber. Stehen wir dann direkt oder geht das? Ernsthaft? Oh je. So, guck mal, wen wir hier haben. Wenn das nicht Urshak ist. Urshak, grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. Was machst du hier so nah am Dorf? Urshak beobachten Brüder in Heimat. Urshak glauben, Krushak bald aufwachen. Urshak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Ich liebe den Helden. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urshak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Das ist so ein richtig intimer Moment, wie nah wir dem gerade stehen, ne? Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber Brüder von Urshak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Freund müssen nehmen Figur von große Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Okay. Heißt also im Klartext, die Orks hauen uns nicht auf den Kopf. Außer wir fangen an, irgendwelche Zauber zu wirken. Das mögen die gar nicht. 30.000. 20. Wir brauchen das Ulumulu. Ulumulu. Und ihr habt gehört, müssen tragen Ulumulu in Hand. Hallo Orks, ich bin Freund. Der Mörser, du
Hallo? Also, by the way, wir könnten die auch alle töten, glaube ich, ne? Aber wir wollen das nicht. Hallo? Genau. Wird schon schaffen. Wird schon schaffen. Wird schon schaffen. Hallo? Das ist wirklich schön hier, wisst ihr das? So, wie habe ich das nochmal gemacht? Also man kann das Tor jetzt aufmachen. Mit der Winde. Aber ich glaube, wenn ich jetzt das Ding wegstecke, passiert bestimmt was Böses, oder? Alter. Ach, bin ich ein bisschen nervös. So. Jetzt sind wir hier direkt vorm Tempel des Schläfers. Also. Da geht's zum Tempel des Schläfers. Und da geht's in diese unterirdischen Höhlen. Darf ich hier rein oder macht ihr was? Hier unten in den Höhlen befindet sich auch dieses Schwert. Darf hier rein? Ja, das ist doch der Eingang, oder nicht? Ah, nee. Irgendwo hier befindet sich, glaube ich, das Schwert in einer der Kisten. Heilkräuter. Huch. Hallo, ich habe nichts gestohlen. Nee, das Schwert war in so einer Wasserzelle, glaube ich, irgendwie. Wenn ich mich erinnere. Ich habe echt Angst, ne? Die machen mich ein bisschen nervös. Wobei, ich glaube, die würden uns ja kaum Schaden machen, oder? So, da haben wir jetzt obendrauf das Ding. Wenn wir das runternehmen, geht das Tor auf. Problem ist, sobald wir das anrühren, werden diese Schamanen uns angreifen. Schamanen machen wahrscheinlich Feuer, Eis, irgendeinen Elementarschaden und der ist böse. Hier geht's zum Schwert. Im Interesse aber gucken, ob wir das finden. Und dann würde ich ganz gerne versuchen, das Ding aufzumachen und dann, dann abzuhauen. Ein Ork-Thron? Wer ist das denn? Horn. Hä? Hammer. Den nehme ich mal mit, vielleicht finde ich noch einen Golem. Hammer ist eine gute Idee. Okay. Und hier müsste jetzt eigentlich irgendwo... Genau. Und hier sind jetzt diese Knöpfe und da ist das Schwert. Tatsache. Aber auch nett, ne? Dass es einfach so hier rumliegt. Ach, Stahl. Ist aber auch nett. Okay, jetzt haben wir das große Problem, dass wir das halt da oben irgendwie regeln müssen. Oh, das ist nicht der Ausweg. Also ich würde versuchen, das mit dem Zauber zu machen. Ja, wenn wir ein bisschen was aushalten, können wir ja vielleicht in den Tempel laufen, bevor wir sterben. Klingt nach einem Plan, oder? Ich glaube, wir sterben. Also da oben drauf ist diese Büste. Da oben. Die Chinese. Nicht auf. Das ist ein Hebel, Alter. Ich brenne! Das Tor ist nicht aufgegangen. Ist das wegen dem Hebel? Muss ich den Hebel vorher ziehen oder nachher? Shit. Muss ich vielleicht vorher die wegschnippen, ne? Problem ist, sobald ich jetzt Rachestall anlege, greifen die mich an. Okay.
Müsst ihr nur... Aha, nee, okay, das war... Holy shit, okay, die machen mehr Schaden als die Ork-Krieger. Das sind wahrscheinlich Tempelkrieger, kann das sein? Okay, ich denke mal, grundsätzlich haben wir eigentlich kein Problem gegen die, wenn ich gerade davon wirklich 10 Stück auf einmal komme. Aber ich glaube, das ist so auch die einzige gute Lösung, weil was sollen wir sonst machen? Ein bisschen schade, weil ich finde, dadurch wird das Ulumulu halt vollkommen schwachsinnig. Wir können mal probieren, das Ulumulu anzulegen. Ich meine, das geht jetzt nicht mehr. Theoretisch gesehen kann das jetzt eh egal sein, oder? Und das. Diese Figur stellt ein unförmiges Wesen dar, das eine Maske trägt. Die Maske wird von 6 großen Stacheln umsäumt. Der Schläfer als Ork-Totem, Alter. Zum Glück nicht gruselig oder so. Die Statuette bewegt den Hebel. Okay, wir betreten den Schläfertempel und werden aber beim nächsten Mal das Abenteuer unseres Lebens durchleben, ich sag's euch. So, wir rüsten unser Schwert aus, denn das Ulumulu wird uns da drin nicht helfen. Und betreten den Tempel des Schläfers. Oh yeah. So, wir lesen mal ganz schnell im Tagebuch. Es ist mir gelungen, den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. Es gibt noch einen weiteren Weg, in den Tempel zu gelangen, auf der heiligen Stätte. Hilfe eines orkischen Zauberspruchs in die Vorhalle. Ach, okay. Die anderen Ork-Schamanen bewahren solche Zauber in ihren Höhlen auf. Okay, wir hätten auch wahrscheinlich einen Zauber finden können, der das alles friedlich gelöst hätte, oder was? Ich glaube irgendwie nicht so richtig. Gut, beim nächsten Mal, Leute, gibt es den Schläfertempel. Glaubt mir, das ist, ich zeige euch mal so den ersten Einblick hier. Es wird der Horror. Aber ein guter Horror. Bis zum nächsten Mal. Ciao.